Wir finden hier am Strand ein verwunschenes Schloss. Wir schauen, ob wir näher rankommen. Was auch immer das sein mag. Und hier vorne sind große Schiffe. Die liegen da, dürfen vielleicht noch nicht in den Hafen einfahren, keine Ahnung. Das hier ist jetzt einer der Strände in Varna, in der Nähe von Varna. Oh, da sind sie noch größer, die Frachter. Die Wellen sind natürlich laut, ich weiß gar nicht, ob du mich hören kannst. Doch heute geht es einfach darum, ich nehme dir mal diese Impressionen auf, das Meer. Das wunderschöne Meer, sodass du, egal wo du gerade im Moment bist, bei dir in deinem Wohnzimmer, zu Hause, vor deinem Computer, jetzt bist du mittendrin, mitten dabei beim Meer. Und herzlich willkommen natürlich zum 6. Tag im 7-Tage Sommer-Überraschungskalender. Und wenn ich schon, Brunhilde Feiner, hier am Meer in Varna lebe, seit 2 Monaten, dann will ich auch dich an diesem Genuss des Meeres teilhaben lassen. Schauen wir mal, können wir das Meer ranholen? Ein bisschen. Ah, ganz viele kleine Fliegen sind hier, die kitzeln auf meinem Körper. Schöne große Steine. Ah ja, und wenn du jetzt wissen möchtest, was der 6. Tag für dich bereithält, dann klick einfach unterhalb dieses Videos auf den Link und du wirst auf die entsprechende Seite weitergeleitet. Oder wenn du dir das Video auf YouTube anschaust, dann klick in der Videobeschreibung auf den Link, der dich zu der Seite führt, wo alle 7 Tage veröffentlicht werden. Schau dir auch die Tage vorher an. Alles spannende, interessante Informationen, um mehr über dich, das Leben, dich selbst, deinen Weg etc. zu erfahren. Du hast also nichts verpasst. Wenn du auf die Seite weitergeleitet wirst, wo alles aufgeführt ist, kannst du natürlich selbstverständlich immer noch jeden einzelnen Tag dazu anklicken. Ansonsten genießen wir jetzt zusammen diese Impressionen. Und so wünsche ich dir jetzt von ganzem Herzen einen friedlichen Tag, einen friedlichen Abend, einen friedlichen Morgen, je nachdem, wann du dieses Video dir anschaust. Ein friedliches Leben, ein friedliches Inneres, Zufriedenheit. In der Zufriedenheit steckt der Frieden drin. Und wenn wir den Frieden in uns selbst finden, dann werden wir in der Lage sein, auch im Außen mehr Frieden zu erkennen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo außen scheinbar so viel Unfrieden herrscht, oder zumindest mag es so aussehen, laut manchen Nachrichten, die uns zu Ohren kommen, umso wichtiger ist es, genau in dieser Phase innen noch mehr in den eigenen Frieden zu kommen. Sich zu zentrieren, sich zu finden, Stabilität und Frieden in sich selbst zu finden, anstatt sie weiterhin im Außen zu suchen. Und wenn du das in dir findest, entdeckst und vertiefst, verstärkst, dann wirst du wie eine Friedenssäule für andere werden. Und nur wenn wir selbst Frieden sind, können wir anderen Frieden bringen.
der Gesellschaft, unserer Familie, bei unseren Freunden, in der Welt. Und meiner Meinung nach ist es das, was wir alle jetzt am dringendsten benötigen. Wir alle als Weltenbürger, als Brüder und Schwestern benötigen den inneren Frieden. Werde also ein Friedensbotschafter, eine Friedensbotschafterin, indem du den Weg der Selbsterkenntnis beschreitest, indem du das, was du dir im Außen wünschst, in deinem eigenen Inneren suchst, entwickelst und festigst, um dann ein Friedensleuchtturm für andere zu sein, die dir automatisch nachfolgen werden. Es gibt also heute die Lösung, in die Angst zu verfallen, in die Panik, in den Ärger, in die Wut, oder du wählst den Weg des Friedens. So wünsche ich dir, diesen Weg zu wählen, diese Entscheidung. So kannst du einen positiven Beitrag für dich, deine Familie, die Gemeinschaft, in der du lebst, und für die gesamte Erde leisten. In diesem Sinne, klick jetzt unterhalb dieses Videos auf den Link und du wirst zum 6. Tag im 7-Tages-Sommer-Überraschungskalender weitergeleitet. Alles Liebe, alles Gute, liebe Friedensbotschafterin, lieber Friedensbotschafter, und wir sehen uns dann morgen beim letzten Tag im Sommer-Überraschungskalender. Ciao, ciao!